aus. So, herzlich willkommen bei der Silver Rassi Corelli Kronos XTR. Max 6 Regler, 2200 kV, 11er Ritzel, 4S, 6S haben wir heute vor. Wir gucken mal einmal runter, für die, die das Unboxing nicht gesehen haben. Was? So eine Leute gibt es auch? Ja, gibt es. SRT-Servo und so weiter und so fort. Eigentlich alles so, wie ich das sonst auch immer mache. Das kleine Tuning-Teil. Yeah, wir haben ein Geschenk erhalten. Genau. Die hat mir ein Freund zum Geburtstag geschenkt. Und Zwei Freunde, genau. Das war der Boris von der RC-Kiste und das war der Aaron von, auf Instagram heißt glaube ich RC Cars Gear, also Germany. Und jo, Schatz, ich habe den Logger geschmissen. Oh, ich hoffe, du hast ihn nicht kaputt gemacht. Nee. Braucht man ein bisschen Eier für, um so eine Karo zu fahren? Also alles, was du nicht hast. So, gut. Sie ist pink und rot. Ja, das ist jetzt 4S. Da kommen gerade zwei Autos. Auf die müssen wir mal eben warten. Wir machen ihn an. Kann man halt super drunter greifen. Weil hier unter dem Deadpool quasi ist der An- und Ausschalter. Logger zeigt irgendwas bei 0,0 an. Dein Wenn Logger ist total für einen, ne? Für guck mal, ja. Einen schwarzen Bildschirm dahinter. Sieht doch kein Schwein. Ja, du musst das ein bisschen schräg halten, habe ich doch eben gesagt. Ja, es funktioniert trotzdem nicht. Also entweder ich bin zu dumm oder dein Logger ist scheiße. Dein Logger, Logger ist scheiße. Okay. Oh, da kommt ein Auto, da kommt ein Auto. So, wir machen mal kurz Stopp. Nee, lass mal laufen, lass mal laufen. Ich nehme das Kennzeichen gleich einfach raus. Da kommt dir ein Auto entgegen, das weißt du schon, oder? Ah. So, wir machen mal kurz runter. Und dann geht's jetzt weiter. Wieder ein Auto? Ja, ich mache jetzt Schluss. Das ist ganz einfach. So, dann kommen wir jetzt hierher, da kommen nämlich Fußgänger. Oh, Benni hat im Speedrun letztens auch fast zwei Fußgänger irgendwo genagelt. Also, hat auch mal. Keinen interessiert. Guck mal jetzt. So, der Logger zeigt 74,4 an. Das sieht man nicht. Ja, ist egal, ihr glaubt mir das schon. Ja. 74,4. Das ist am 4S super. Das ist auch ungefähr das, was der Skeeter gebracht hat. Okay. Ich baue jetzt einen 6S an. So, wir sind wieder da. Es geht weiter. Auto ist sogar noch heil, lag nicht auf dem Dach. Ihr habt gehört, 6 Mal gepiept. Schöne ist bei Deadpool, der heilt sich selber. Na, da bin ich mir nicht so sicher. Ach, ich würde sagen, wir schicken es einfach zurück, wann da ein Kratzer dran ist. Verdammt knapp. Es war fast die Bordsteinkante, aber... Einmal probiere ich noch und dann lassen wir es auch gut sein für heute. Für so, na dann komm mal her. Noch ist er heil. Mal die Radschrauben zeigen, die blauen. Ach so, die Radschrauben. Ja, die sind wirklich schön, muss ich ehrlich sagen. Ein Geschenk von Michael Meyer, also M3, sind schon sehr geil. Die hätte ich auch gern. Die habe ich an deinem abgebaut. Wie, die hast du an meinem abgebaut?
Geht's noch? Ich war vorher am 21er dran und zur Erklärung, meine Frau, die gerade filmt, möchte nächstes Jahr, also dieses Jahr 2022, mit dem XDR fahren. Und da waren die Radschrauben dran und ich wollte die aber in dem Jahr haben. Ja, ist ja dann ärgerlich, ne? Denn entweder ich brauche die Schrauben in lila oder ich baue dir deine ab. Ich rufe Michael Meyer an. Perfekt. 100,3 km/h. Das sieht man nicht. Oh, 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 siehst du, jetzt habe ich ihn kaputt gemacht. Ja, ihr müsst es uns leider glauben. Glaubt es uns, wir werden demnächst umstellen auf einen anderen Logger. Der Loggerhalter ist ja sogar schon da. Ja. Wir fahren dann demnächst mit dem Skyrusty-Logger. Ich habe echt die Schnauze voll von diesen Dingern. Ich möchte euch noch einmal den Akku zeigen. Ja, ich weiß, es ist Softcase. Aber die Dinger haben echt gut Bums. Ja. Na dann. Sponsor von Gens Ace. Vielen Dank dafür, Doris. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mit den Geschwindigkeiten bin ich so super gut zufrieden. Das war das, was ich geschätzt habe. Das wird spannend, mit dem mal ein bisschen besser zu gehen. Aber wir haben jetzt gerade 8,5 Grad. Das wird noch ein bisschen dauern. Bis zum nächsten Mal bei Das Silver RC. Ciao, ciao.